Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanics hier auf dem Kanal Mehrspieler. Mein Name ist Simon, mit dabei sind Marc, Tim und irgendwo auch Daniel, der ist aber verschollen. Junge. Ich bin hier direkt neben euch. Ja, ich sehe halt deinen Namen nicht, keine Ahnung. Aber du bist dann bei deinem Auto dran, okay. Genau, wir haben in der letzten Folge versucht, hier diesen Häcksler zu bauen. Vielen Dank für das Licht, das ist tatsächlich sehr nice. Wir haben versucht, in der letzten Folge diesen Häcksler hier zu bauen. Reinstallen hat nichts repariert. Oh. Sobald du auf Creative drückst, schmiert das ab. Das ist schon sehr merkwürdig. Ich meine, wenn du Workshop-Sachen hast, kannst du halt versuchen, die zu deaktivieren. Es kann halt sein, dass du welche Mods da kaputt machen. Theoretisch könnte man das mal testen. Weiß nicht genau, was du da installiert hast im Workshop. Und Tim? Sehr gut, Marc. Du bist der produktivste von uns. Oh, ich mache jetzt was, was hat Marc denn gemacht? Man, das Licht da oben. Mach hier so ein bisschen Geländer und so. Geländer, Beleuchtung. Nice. Hat der Tim dahin gemacht. Hatte ich die Treppe hier nicht eben abgerissen? Okay, jetzt hat Simon da hinten kein Licht mehr. Das ist natürlich. Ich hole noch eine Lampe. Haha. Genau, also dass ich hier Licht habe, ist schon ganz praktisch, damit die Leute auch was sehen. Bau dir mal hier so ein Baulicht hin oder so. Warte. Ja, so kommt schon oder einiges so nach hier. Das reicht okay natürlich auch. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Nee. Warum steht da eigentlich ein fresher Felsen? Der ist schön, oder? Boah, ist das gerade schwierig nachzudenken. Sehr gewagte Aussage. Red mit uns, dann das hilft beim Nachdenken. Wenn man das in Worte fasst. Okay, ich mache jetzt hier, da so, dann hier so ein bisschen und dann. Tim, wir brauchen einen vierten Häcksler. Das ist das Problem, ich hab's durchschaut. Ja, mach ich. Wir haben doch jetzt bestimmt neues Eisen bekommen. Ein bisschen. Müssen wir wieder was anpflanzen, wir brauchen das Metall. Von den Viechern. Ja. Ey, hier sind doch noch haufenweise Roboterarme. Sind doch gar nicht gebaut. Und Max, sieht das nach Spaß aus? Woo! Wow, sogar andersherum. Er ist nur auf Null gegangen gerade. Wer ist das? Das ist jetzt ein Quadrat. Das sieht quadratförmig aus, oder? Ja. Da zwei, ja, perfekt. Nee, ich würde nicht tatsächlich so steil hochgehen, so flach hochgehen. Wobei, der Fels ist auch ziemlich fett. Ja, der ist halt echt groß. Ja, okay. Wenn das hier nicht mal sexy ist. Aber es ist aber die Advanced-Methode. Also die Ecken sind ein wenig erhoben. Nice. Die sind quasi abgehoben. Das ist, als ob ihr da eine Tribüne baut, ey. Ja, machen wir auch. Hier kann man dann gucken und langsam in den Tod rollen einfach. Oh, das wird Party auf jeden Fall. Hat unser Motor eigentlich 4 Anschlüsse? Hast du ein... 1, 2, Pisten da drunter, 3, 4. Oh, hat er. Ich glaube nicht. Nein, da drunter brauche ich auch keinen Pisten im Optimalfall. Ob ich hier bleiben kann in der Mitte. Wenn Punkt ist.
Lassen wir die noch advanced gegeneinander drehen, damit es noch cooler ist. So vom Movement her. Mal kann ich irgendwie behilflich sein. Weiß ich nicht. Ich wusste nicht, dass wenn ich gedrückt halte, ich quasi Bauwerk intern verbinden kann. Das ändert auf jeden Fall mein komplettes Leben einfach nur. Die nächsten 500 Stunden, ne? Simon, wer hatte dir das denn nochmal gesagt mit dem, mit dem, wie heißt denn das Ding? Das war mit dem Pisten, das war Himmelswanderer. Hey, der Pisten hat auch mal. So viel dazu. Ja, man lernt halt nie aus einfach. Der Pisten hat auf jeden Fall auch mein Leben verändert. Okay, das sieht leicht brutal aus. Ach, du drehst das noch? Ja, der häckselt richtig. Warte, ich bin gerade schon wegen den Stein holen. Du kannst ruhig anschalten, mir das anzuschauen, Tim. Groß einfach dieser Stein ist, holy shit. Ich weiß cool. Ich weiß noch immer nicht, wie ich den Stein am besten da reinlege. Wo greife ich den denn am besten? Warum ist der so. Wir mussten doch einfach den größten Stein nehmen, den wir auf dieser. Mach den Welt auch hier dran haben. Oder so. Ich beleidige diese Welt jetzt nicht. Wir bräuchten im Optimalfall noch kleinere oder so. Habt ihr was gemacht zum Dranmachen? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt. Es braucht ja eigentlich nur einen Punkt, ne? Simon. Wissens brauche ich jetzt erstmal. Noch zwei fucking Koffer, ja. Für den Ferrari. Der eine Punkt reicht doch, oder? Ja. Ach du Jemine. Lass ihn mal fallen. Er kommt unten rein, oder? Ja. Ja. Komm schon, Häcksel ist. Das ist halt irgendwie ein bisschen zu groß noch, ne? Ja, er berührt es auch. Ah, er häckselt. Nice. Ja, wir brauchen stärkere Motoren. Okay, was ist. Der Stein liegt doch nicht ganz leider auch noch nicht optimal. Ja, warte, was passiert, wenn wir die Kleinen hier. Die Kleinen sollten optimaler in die Mitte fallen. Über welche Plattform redet ihr? Was meinst du jetzt, über welche Plattform redet ihr? Meinst du, wo die anderen Leute zuschauen? Oder haben wir über irgendeine Plattform geredet? Ich bin mir gerade unsicher. Aber es klappt, ja. Guck. Er braucht seine Zeit, aber das ist ja in Ordnung. Kommt auch nach was nach unten durch. Mal gucken, ja. Muss halt jetzt. Oh, da ist der nächste große kaputt gegangen. Oh, jetzt geht's rund, Marc, jetzt geht's rund. Du musst halt den Kontakt haben, ne? 43, I'm so proud. Danke, Himmelswanderer, danke. Boah, boah! Oh, ja. Jetzt schätzelt er gerade die Kleinen. Kaputt gehen. Ja, guck da mal, Tim! Das ist doch Musik in meinen Augen. Das war eindeutig das beste Sprichwort. Können wir das bitte irgendwer klippen? Musik in meinen Augen finde ich so gut. Ja, das wird zwar. Alter, what the fuck, Simon, ey. Was ist? Musik in meinen Augen. Ist das kein geiler Spruch, oder? Doch. Doch, absolut. Okay. Wir hätten den Kontroll, egal, wir haben. Ja, Klassiker. Okay. Was geht weiter? Schauen wir mal, ob hier irgendwas passiert jetzt. Das sollte jetzt eigentlich schon irgendwann das Ding häckseln. Oh, das sieht gut aus. Ich geh mal unten gucken. Hm.
Muscheln, Muscheln, ich brauche keine Muscheln. Warum häckselt ihr die nicht kleiner? Vielleicht hat er zu wenig Druck von oben, deswegen braucht er ein bisschen länger. Nicht sollte das doch gehen hier, die liegen genau drauf. Lässt uns ja noch die Schwerkraft im Stich, oder wie sehe ich das? Oh, jetzt werden die Arme zusammengefahren, das ist ja fancy, Alter. Jetzt wird Tim gehäckselt einfach. Ja, eigentlich, der bringt die auch gut da drauf, ne? Eigentlich berühren die schon ja. Alle die Häcksler, aber irgendwie wollen sie doch nicht so richtig. Jetzt. Da kommt, da ist wieder einer. Kann die Arme halt theoretisch auch noch eine Stufe länger machen. Ich meine, die links und rechts daneben, ne? Okay, das mit den Armen ist fancy. Funktioniert tut's auch nicht, ne? Nicht perfekt, ne? Vielleicht weil die abgebrochenen Stücke da im Weg liegen. Räumt die mal weg. Nee, die sollte ja eigentlich auch klein häckseln. Die sollen auch klein gehäckselt werden. Wahrscheinlich funktioniert er nur von oben, nicht von der Seite. Was wäre denn, wenn ihr den Häcksler hoch und runter fahren lasst, so wie beim Baumhäcksler? Dass das so auch schön durchgemischt wird, sage ich mal. Ja, so ein bisschen Bewegung hoch und runter könnte jetzt funktionieren. Das Problem ist, dass die Steine ein ganz anderes Gewicht haben. Die Bäume sind ein bisschen leichter, ne? Ja, aber ich glaube, so ein bisschen Bewegung schadet trotzdem nicht, auch den Steinen nicht. Die ganz großen sind halt zu groß dafür. Ach, stimmt. Ach, die wir kaputt machen könnten, müssen wir, okay. Ich verstehe. Ja, also gut. Keine Ahnung, vielleicht. Ja, nee, genau, die wir kaputt machen könnten, die sind quasi wie die Arme oder wie die... Oder war es einfach schon verarbeiteter? Ich habe da unten ganz viele außerdem Blöcke gelöscht. Ich hab's gesehen, Alter, ich könnte ausrasten. Hat man machst meine Erfindungen kaputt. Moment. Hast eigentlich noch Ja, jetzt gibt's hier gerade eine Häckselparty. Wir müssen hier mal ein bisschen... neu ausrichten. So, easy. Komm schon, berühr. Da unten berührt er. Das muss reichen. Komm schon, mach ihn kaputt. Er dreht sich kaputt. Auch noch ein bisschen. Ja. Nice. Ja, Schwerkraft. Und jetzt haben wir es in der kleinen Kammer. Ja. Jetzt kann man es so lassen, ne? Ja, ich glaube, für den ganz großen müssen wir es nochmal auseinanderziehen. Das ist jetzt, genau so sollte natürlich nicht sein. Fällt er sich auf? Ja, jetzt passt es. Nice. Ah. Okay, das geht echt gut. Success. Okay, ich glaube, ich weiß, was der Fehler bei dem Ding eben war. Ich gucke mal, ob ich die anderen noch holen kann. Oder sind die jetzt alle zu klein? Nee, der hier dürfte das Problem sein, oder? Den Rest dürfte ich doch eigentlich löschen können. Das erklärt einiges, okay. Ach, jetzt müssen wir demnächst an die Wand die kleinen Steine noch dran gepappt, oder? Genau, weil wir das nicht so gut warte, das wollen wir nicht häckseln, das Auto. Oh, ne, die sind hier noch problematisch, scheinbar. Ja, wir müssen das nächstes Mal okay. Go, Mark, go. Jetzt kann ich das Auto hier ablösen, ne? Jetzt nicht häckseln, unser armes Auto. Was ist den Häcksler an? Ja. Simon? Ja. Nee. Pack das hier, aber eigentlich sollte das zusammenhängen. Mal komm mit deinem Schweißtool, please. Ah, Tim. Tim. Wow. Tim, Hilfe. Mit dem Schweißtool? Nach 5 Stunden klappt es. Ja. Ja. Aber siehst das gestern auch. Ne? Guck mal hier hinten rechts. Oh, nice. Hinten rechts siehst du, wie das da sich lockert.
Ja. Die Stange. Kannst Ja, du halt das mal an die Maschine. zusammenschweißen? Nein. Sehr gut, Marc. Oh nein, Und ich habe keine nicht? Farbe mehr im Inventar. Also, ich stelle es mal gerade auf den Lift. Am Lift Aber für vielleicht, ja, stimmt. jeden Das können. Fahr mal Block runter. brauchst du ein Farbending oder was? Und Lift ist, glaube ich, der Nee, Unterschied, der es so für macht. die jede Fläche. Quasi, die man macht. Ah ja. Und das Ja, auf gleiche dem Lift, nochmal okay, ja, hier. Und schon. jetzt das gleiche nochmal hier, bei, wie du es eben gemacht hast, bei dem Holz. Hier hinten. Ich muss das eins nach hinten versetzen. Weißt du, was ich meine? Oh. Was Haben machst wir du? wieder Kühe hier. Welchem Holz? Hier oben. Das gleiche, wo ich dich eben so angeschrien habe, weil Hier, du es nicht das hier, wo gerafft ich hier hast. drauf rumspringe. Hey, du bist Das beim war ich nichts. unterm Auto. Ich bin hier oben drauf. Das hier, weil ich nicht gerafft habe, das ist einfach scheiße erklärt. Jo, ich springe hier oben Okay, drauf ja, rum, jetzt bist du springe. drauf. Jetzt bist du drauf. Ja, Was meinst du? Da ist schon so wie alles du es eben drin. gemacht hast, ja? Jo. Okay, mal sehen, ob es dann jetzt funktioniert. Oh. Oder. Wo bin ich jetzt hin? Sieht doch schnieke aus. Ja, hab schon was Schlechteres gesehen. Zum Beispiel Mark. Wow. Wahrscheinlich je mehr Pistons du hast, desto stärker ist das Ding, oder was? Wie steht's um den Je Fuel, schneller die Mark? Hast du Pisten sind. fertig? Fuel ist jetzt in Sergeant. Nice. Dann wird weiter gehäckselt hier. Okay, ich brauche dich noch mal mit dem Connecten. Okay, nee, Alter, ich gehe jetzt farmen. Ich habe keinen Bock, sie mir immer zu holen. Ist echt ärgerlich, dass man die Dinger nicht hin und her werfen kann. Ja. Komm schon, saug ihn ein, saug ihn ein, saug ihn ein, er soll nicht darum liegen. Ja, ich meine, es ist ganz cool, wenn man sie nicht verliert, wenn man stirbt, aber. Und wieder auf. Ja. Nice, das sieht doch gut aus. Das ist Musik in meinen Augen, ich bleib dabei. That's some good shit. Ich mal nachgucken sollen, wie viel ich eigentlich brauche. Ach, und der Wichser droppt nichts. Raus, zerstör uns doch nicht die Illusion. Würde nur mal kurz zumachen. Ja, sorry, ich hatte gerade Kommentar gelesen. Da, der ist jetzt auf. Ja. Da ist auch so viel Kleinstuff drin. Das hätte man ruhig noch was zulassen können. Nee, das geht schon. Wen meint er mit dem Reifen? Meint er mich oder euch? Wahrscheinlich. Mido, Dankeschön. Nee, der Reifen ist auch nur als Übersetzung zuständig. Der Reifen ist nicht zum Eig zur Beschleunigung, also er ist nur zur Übersetzung da. Okay, kannst du ausmachen? Da kommt Zeug ran. Sollen wir den Ist Schalter nach oben aus. versetzen? Jupp, ist wahrscheinlich sinnvoll. Ich hab drüben noch eine Ladung. Ich geh die mal holen. Mir scheint, wir können ein wenig Lichter machen. Nice. Welcher Schalter ist der richtige? Der Der hier? rechte. Ja! Sehr schön. Oh, Jesus. Warum XD. machst du zu? Oh, Oh, Scheiße, jetzt es fallen checkt die das. Kleinen dahinter. Das ist Alter, nicht gut. Leute! Die häckseln gerade. War. Ja, das war. Alter, what the fuck, ey? Was Ich hab geht? 15 Ja, FPS. vielleicht ein bisschen übertrieben, okay. Sehe ich hier einen. Wie das am Wackeln ist. Kann ich wieder auffahren? Nein, du musst erstmal die Dinger hier abpicken. Du kannst mal helfen, die außen zu zerschlagen und abzupicken. Habe ich ja. Einen habe ich wenigstens mit drin. Na, guck mal, hier Okay. leckt auch gar nichts. Nee, es war einfach Oh zwei. nein. Oh. Was ist? Ich hab dir die Streppe kaputt gemacht. Hast du kaputt gemacht? Die Streppe. Gerade sehr laut. Warte, wo? Hexel, Wollte halt gerade Hexel. so einen Block nehmen und dann hast du den weggenommen und dann habe ich was kaputt gemacht. Irgendwie ist das so ein Ding, was sich durchzieht, Tim, oder? Dass du Sachen kaputt machst? Oh.
Also das mit der Nein, nein, lass ihn offen, lass ihn offen. Alter, Leute. Er läuft doch wieder. Ja, einfach ja, offen lassen. Wenn du ihn zumachst, dann wird's laggy. Weil der die teilweise einklemmt. Also das ist zu viel, viel Kleinkram, ne? Um ihn, ja. Aber er läuft ja auch. Er macht sie ja auch klein. Ist ja alles gut. Oh, es sieht so gut aus. Ja, so wie eine Befriedigung auf dem nächsten Level hier ist. Ah! Was Daniel war das? Liebt das gerade auch. Alter, hat er mich erschrocken. Okay, jetzt müssen wir es zumachen. Er kriegt hier gerade, glaube ich, nicht rein, ja. Jetzt dürfte es auch okay sein, das zuzumachen. Oh ja, das sieht gut aus, da unten ist Bewegung. Ich weiß nicht, ob die Milch die Spawns mag. Ja. Die du mir da hingelegt hast. Normalerweise nicht. Ja. Weil bei mir dauert es noch ein bisschen. Ja, das haben wir so nochmal. Sicher ist sicher. Nice. 220 von den Eisen. Warum sind die so fucking schnell, Mann? Das rauszuholen. Boah, Leute, ist das Wassersystem smart oder kann man sich dann nur mit Schubdüsen fortbewegen? Achso, meinst du fürs Boot, oder? Ich war gerade mal im Boot. Das wäre eine coole Idee. Tim, wo kommst du denn hin? Meinst du, wir könnten uns links und rechts so Schaufelräder machen, was quasi? Das war die Überlegung, ob das geht nicht, bei der Engine. Ich bin mir da unsicher. Da hinten. Ich bin einfach zu dir gelaufen. Ja, zu dem Turm meinte ich doch, wo wir eben als erstes gelootet haben. Lass das mal ausprobieren. Ah, okay. Ich sehe deinen Spot halt nicht. Ja, das mache ich. Hast du ein Bett zufällig dabei? Ja. Lass mich hier mal pennen, bevor ich nächstes Mal schon wieder so weit laufen muss. Was hast du vor? Danke. Ja, ich baue ein Boot. Aus dem Panzer. Das ist ein formschönes Boot, halt deine Fresse. Danke. Wir sind hier USK 18. Mann, warum baust du da einen Panzer? Also, bevor wir ein richtiges fucking USK 18. FSK. Bevor wir ein richtiges Boot 18, bauen, sollten wir vielleicht noch Holz fahren. Nee, Tim. Nee. Jetzt nicht mehr. Eventuell habe ich das ganze Holz einfach nur in meinem Inventar gehabt, Tim. Weiß ich auch nicht genau, ob das bestätigt ist. Das ganze Holz lag da auf dem Boden die ganze Zeit rum. Wir haben doch nicht 2000 oder über 3000 Holz verwendet. Naja, wir also haben ich sag mal, Lager gebaut, wir haben also eine volle Scheibe ist schon. Oh, krass, hier ist ein Fluss. Das sieht cool aus. Was? Marc? Dieser Bach hier. Kriegst du uns den Ja, hab ich schon reingepisst. Ich würde nicht reingepisst. Wenn er warm ist, dann weißt du warum. Meinst du, Daniel fällt das auf, wenn er seine Engine nicht mehr hat und du noch immer ein Boot habe stattdessen? Nee, du musst aber dann auch den Controller mitbringen. Meinst du, Mark fällt es auf, wenn ich morgen vor seiner Tür stehe und ihn schlage? Das wäre auch witzig. Einfach so spontan vorbeigeschaut und einfach mal geboxt. Klar, dafür müsstest du wissen, wo ich wohne. Wir brauchen, weiß ich, Frankfurt. Ja. Ich brauche 3 Glue, Mark. Kann ich noch Glue basteln? Kann ich nicht, wenn die Muscheln sind alle weg. Ich hab was für Glue. 2, aber ich werde schon wieder sterben. Mach das auf mich. Mark, wir brauchen einen Controller. Ich bin schon Glue am Suchen. Ich hätte halt kurz vorher im Bett gesessen. Ja, ich hab's nicht. Ah, hier, das Wasser ist komplett abgeerntet. Ah, nee, ich hab nicht mal was gedroppt. Arschlöcher. Nicht alles. Ja, ich mach mal wieder Controller Reusing einfach. Das ist nicht das Schönste, ich wette, unser Boot versuchen wir zu. Es schreibt doch niemand was zum Boot, das heißt, es kann eigentlich nur schief gehen. Aber naja. Wir warten warum einfach ein... nur. Warum eigentlich einen Controller? Eigentlich brauche ich gar keinen. Ja, die wollen einfach den Fell sehen und sonst zu klippen. Ich wette, gleich geht jetzt ins Wasser und einfach straight runter zum Grund. Das ist aber, so, als ob das Boot einfach der Anker ist. Hä? Bin ich jetzt dumm? Ja. Daniel, willst du kurz schlafen hier? Ach so. Ja, gute Idee. Wo bist denn du? Verstehe. Achso, ja, leg das mal hier. Wo ist denn die Milk? Ja. Danke, Marc. Bist ein Schatzi. Gerne.
Ich glaube, ich gehe dann gleich mal noch auf große Mais-Tour, würde ich sagen. Die gute Milch. Dann begleitest du mich dann. Nein. Warum nicht? Hat einfach Nein gesagt. Was ist das für ein Arschloch? Hat einfach Nein gesagt. Heftiger Typ. Boah, der Schlupf, so lange habe ich noch nie gebraucht, um so ein scheiß Fahrzeug zu bauen, ey. Ich glaube, ich werde das Eisen mal ein bisschen verwenden. Und nehme ich jetzt auch 250 Eisen. Ah, wir sollen die Wassereimer da dran platzieren. Also wir haben eben schon gesehen, dass ein normales Holz, dass so ein normales Holzding schwimmt. Aber kann natürlich sein, dass das jetzt zu schwer ist dafür. Warte, ich hole ein paar Holz, Wasserdinger. Guck, die haben bestimmt schwimmen irgendwas. Schwimmen tut das ja auch noch. Ja, ist halt nur ein bisschen Wasser drin. Schimmark. Oh, das bringt ja mal gar nichts. Nee, ist glaube ich kein Wasserwiderstand. Die haben vielleicht nur einprogrammiert, dass das oben bleibt. Oh, mein kleiner Finger tut schon weh vom Schiff drücken, ey. Aber Simon, was wir herausgefunden haben, ist, wenn du auf dem Schiff bist und das Schiff schlägst, dann kannst du dich vorbewegen. Kannst du dich fortbewegen. Ab, nau! Arschloch, Tim. Das ist ja sogar auch schon gar nicht mal so langsam, holy shit. Nein, Bruder, das ist super schnell. Bewegst du dich gerade fort, indem du schlägst? Ja. Ihr habt aber auch, seid aber auch fast komplett schneller als wie ich schwimme. Wir machen einfach rechts und links so eine Schlagstange hin, quasi. Okay. Und Schlag. Bootmethode ist auf jeden Fall gefunden. Wer könnte. Gehen wir jetzt auf Inseltour, bitte. Brauchen nur ein paar Zuschauer-Sklaven. Oh, holy shit, ich sollte mal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen bei unserer kleinen Erdbastel-Session. Moment. Steinkraft-Session. 1,5 Stunden, aber das wird ja zusammengecuttet. Ist ja, ich habe ja Cutter, die das. Ich mache das alles in. Das ist, du hast ja Cutter. Halt dein Maul, Alter. Schaut auf YouTube vorbei, bitte. Holy shit. Damit sich da auch was lohnt. ja. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.